Hallo. Sonst im Jahr interessiert Russland die meisten Deutschen nicht so. Höchstens, woran er wieder schuld ist. Aber das Land selber, etwa im Urlaub hinfahren oder Spielfilme von dort schauen, um Gottes Willen. Aber dann kommt das Jahresende und die Deutschen strömen auf ihre Weihnachtsmärkte. Dort passiert dann was Magisches. Denn wenn sie zurückkommen, kaufen sie dann plötzlich Tickets wie die Verrückten für alles, was russisch ist. Folklorezeug, Kosakenchöre, Ballett und das ganze Gerümpel. Vielleicht ist ja was auf diesen Märkten in dem Glühwein, Wodka oder so. So treten sich Superfolklore und Balletttruppen aus Russland dann auch richtig dort in Deutschland ab Dezember. Wie hier die von Rus aus Wladimir, die wir von uns angeschaut haben. Und alle deutschen Zuschauer werden romantisch und wenn sie nicht gestorben sind... Ja, das ist voll das Weihnachtsmärchen und es ist lustig. Denn in Russland selber ist ja noch gar kein Weihnachten. Vor Silvester feiert dort fast keiner. Deswegen können die ganzen Künstler auch so gut kommen. Bis sie selber feiern, sind sie wieder daheim. Auch würde einem Russen bei Kosaken wahrscheinlich gar nicht als erstes Weihnachten einfallen. Zwar singen die Kosaken auch daheim, aber erstmal nicht nur an Weihnachten. Und die sind dort eher bekannt als Reiterkrieger. Was sie in Deutschland singen, sind oft auch keine Weihnachtslieder. Aber wenn es russisch klingt, kriegen die Deutschen ihren Romantikanfall und das passt schon. Nussknacker und Schwanensee gibt es in Russland ja auch nicht nur am Jahresende zu sehen. Wahrscheinlich gar nicht, weil die da ja alle in Deutschland rumtanzen. So haben auch wir von Russland TV einen Weihnachtswunsch. Zum 24. Dezember, die machen ja auch Deutsch. Dass sich die Menschen in Mitteleuropa auch nach der Weihnachtszeit für alles Russische so stark interessieren wie jetzt. Und nicht nur dafür, was dort Böses passiert. Frohe Weihnachten!